Ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 4. Ja, wir sind immer noch hinter dem Bastard her des verstorbenen Billy the Kid. So wie Edward ja sagte, in der, ich glaube, Folge 20 war es gewesen. Und müssen ihm jetzt hier einmal ganz kurz folgen. Wir sind immer noch auf dieser schicken Insel mit dem tollen Dschungel. Das musst du sehen, ja. Ich bin schon unterwegs. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen, was sie uns zeigen will. Sie rennt aber auch, hat auch einen Affenzahn drauf, muss ich ja mal sagen. Hut ab. Wow. Okay. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Ei, ei. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten. Tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer? Du okay. Verstehst mich? Ich denke ja. Ich habe es bereits gesehen. Okay. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. Aha. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Geräusche sehen und Formen hören. Jetzt verstehe ich's, aber... Moment. Jetzt irgendwie... Ich muss das Objekt so ausrichten, dass es passt. Dann schauen wir doch mal irgendwie... Irgendwie muss es ja passen. Die Frage ist nur wie. Aber nicht so. Ganz bestimmt nicht so. Und so auch nicht. Reflex? Nein, was machst du denn? Riesiger Vor. Ja, aber hier ist ja der. Oder sind es nur die? Ja, so könnte. Ja! Bingo! Okay. Dann. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun. Oder so. Die meisten finden es nie. Andere brauchen Jahre, es hervorzukitzeln. Doch einigen wenigen fällt es so leicht wie atmen. Gucken wir mal, was wir da gefunden haben. Du bist ein talentierter Mann, Edward. Wow. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ein paar Dutzend. Sie hat ja angedeutet, dass sie angeblich weiß, wo das Sanatorium ist. Was ist denn jetzt? Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier eine Karte. Okay. Achso, das sind die ganzen... Die Maya-Seelen. Okay. Huiuiuiui. Aber das ist doch nicht die ganze Assassin's Creed-Karte, oder irre ich mich da jetzt? Oder ist das, doch, das ist die Karte. Mein Gott, das ist groß. Okay. Naja. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt hier schon eher. Das ist der Stoff, aus dem Rätsel sind. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Erinnert mich ein bisschen an Thief jetzt hier, diese Verfolgungsjacht. Vor allem bei Thief am Anfang. War es ja genauso. Ja, ihr dürft immer noch entscheiden, ob ich Thief let's playen soll. Was denkst du? Ich glaube, wow. Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Oh Gott. Was glaubst du, erwartet uns da oben?
Das Spiel entpuppt sich immer und immer mehr als Nathan Drake Nachfolger oder Indiana Jones. Als Wahnsinn. Komm, jetzt habe ich die Szene übersprungen. Oh, hui. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. 5 Schlösser. Nummer 1. Fehlen noch 4. Ei. Es mag sein, dass diese 4 Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese 4 Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Ja, so kennen wir Edward. Oh mein Gott. Templerjagd, ja. Ich weiß gar nicht, gehört das jetzt zu den Nebenaktivitäten oder gehört das jetzt zur Hauptstory, dass wir das wirklich machen müssen? Schauen mal, was uns das Spiel jetzt zeigt. Jetzt müssen wir erstmal James Kidd treffen. Der Bastard vom verstorbenen William Kidd. So wie Edward ja gesagt hatte, in der Folge 20 hat man es ja gesehen, hier bei dem Let's Play Assassin's Creed. Ich wollte mich hier nochmal ein klein wenig umschauen. Es interessiert wahrscheinlich auch einige von euch hier, sich so ein bisschen mal umzuschauen, wie toll das doch detailliert ist und alles. Was es hier zu entdecken gibt? Naja. Also hier könnte man schon es sich gemütlich machen. Also sieht schon toll aus. Da hinten ein Riesengarten, der direkt in den Dschungel führt. Da ist auch nochmal, da ist das Schlafzimmer. Meiner Meinung nach zu viele Fenster ohne Gardinen. Naja, wer es mag. Na. Hui. Naja, ist ja ein toller Ausblick dann in den Garten. Und das wird hier die Terrasse sein oder der Haupteingang? Ja, ich vermute mal, dass das der Haupteingang ist, oder? Ja, oder Nebeneingang, wie auch immer. So, dann gehen wir mal zu James Kidd. Und gucken mal, was er für uns bereithält für eine weitere Mission. Oder ob das dann zu Ende ist, diese Mission. Ui. So, wird wahrscheinlich auf dem Schiff sein, so wie es aussieht. Ja. Oder? Ach nee, doch nicht. Oder doch? Jetzt haben wir 2 Schiffe hier stehen. Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piratenkids. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. In ein paar Tagen in Yucatan. An der Küste Yucatan. Oh, und wieder mal 100%. Awesome! Yeah! Yes! Everything is awesome! So, Maya-Seelen haben wir eine hier. Gab es auf dieser Insel zu finden. Und ja, es sieht schon toll aus mit den Schiffen. Hat schon was. Die Bucht sieht so ein bisschen aus wie eine von den James-Bond-Filmen. Ich
komme jetzt nicht drauf. Vielleicht Goldfinger war es, glaube ich, oder der Mann mit dem goldenen Colt. Naja, gucken wir mal. Wieso sprechen die denn jetzt Englisch? Habe ich das richtig gehört? Warum sprechen die denn jetzt Englisch? Okay. Naja, gut. So, wir müssen jetzt... Wo müssen wir denn jetzt hin? Auf unser Schiff? Ja. Haha, ich bin wieder da. Wie geht's dir, Edward? Können Sie sich freuen? Captain hat das Ruder. So. Diesen Ort verlassen, in See stechen. Ja, wollen wir. Ah, jetzt kommt ein Ladebildschirm. Okay, ich dachte, wir können direkt lossegeln. Also muss das Spiel doch einige Passagen laden. Nun gut. Wir laufen mit Edward ein wenig in Richtung Licht. Aha, Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Dann gehen wir uns das doch mal angucken in der Kettenkajüte. Und schauen mal, was wir da haben. Können wir uns wahrscheinlich eine eigene Flotte kreieren. Kenways Flotte. Oh mein Gott, ist das Spiel riesig. Was habe ich denn jetzt hier alles? Wählen Sie eine Route. Beachten Sie dabei das Risiko. Eine sichere Route wählen. X drücken, um verfügbare Handelsmissionen anzuzeigen. Sicher. Diese Route ist sicher. Eine Mission, eins verfügbar. Keine Schlachten verfügbar. Okay. Ich kann aber trotzdem hier nichts wählen. Hier wird man wahrscheinlich später was wählen können. Was haben wir denn jetzt hier noch? Rücken Sie mal eine Mission auswählen. Erste Geschäfte. Schaltet frei. Charlestown. Südliche britische Kolonie. St. Augustin. Die Spanier sind durstig. Segelt nach St. Augustin und bringt 5 Flaschen guten Wein in das alte Dorf. Aber gebt Obacht. Die Händler dort können sehr impulsiv sein. Mhm. Ressourcen für den Handel 5, Belohnung 50 Ra, ursprüngliche Reisezeit 3 Minuten. Ist relativ sicher. Okay, das heißt also, dass... Okay, dann können wir hier noch ein Schiff wählen von 3 Stück. Die Santa Luis, glaube ich, werde ich dafür mal nehmen. Also frag mich wie gesagt wirklich nicht. Ich bin jetzt einfach hier mal so am gucken. Okay, das läuft so wie es aussieht, ein wenig. Achso, benutze L1 und R1, okay. Ach, Mission. Okay. Missionsbericht, Erfolg. Mhm. Oh, die ist schon riskanter. Da kann man auch Seeschlacht machen. Okay, drücken Sie mal Schlacht vorzubereiten. Die Schlacht beginnen, okay? Die Schlacht beginnt. Achso, drücken Sie. Oh, ein Feuerfass. Sieg, yes! Okay, damit kann man also nebenbei auch noch ein paar Ressourcen sammeln und ein bisschen real einnehmen. Und ja, aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, in diesem Menüwirrwarr, wo ich auch total den Überblick verliere, jetzt gerade so ein wenig, den Golf von Mexiko 2 machen wir, ja, in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Tschüss.